Wie teuer sind die? Bitte? Wie teuer? 1 Euro. 1 Euro. 3. Ich ließe das sowieso nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 4 Euro? 5 für 4 Euro? 4,50 Euro. Ja. Ja, hi zusammen. Ihr wisst Bescheid. Wochenende heißt bei uns Flohmarkt. Wir waren wieder unterwegs. Und ja, die Ausbeute gibt es dann zum Schluss des Videos. Wenn ihr neu seid, gerne abonnieren, liken, kommentieren. Das ist immer sehr gut für den YouTube-Algorithmus. Und ich würde mal sagen, viel Spaß beim Video. Auf geht's. Wie teuer sind die? Unterschiedlich. 10 Euro, 5 Euro. Je nachdem. Das hier? 10er. 10er. Ich habe aber, glaube ich, noch. Was? Ja, habe ich schon. Ja, hast du? Ja, ja. Hm? Weißt du, ich tue die Xbox auf dieses. Und die Switch-Spiele? Ich wollte dafür 20 pro Stück. 20 pro Stück, okay. Da habe ich auch noch hier noch 2 Stück. Was ist das? City Undercover. Lego und Splatoon 2. 2, okay. Wie teuer sind die Filme? 2,50 Euro pro Stück. Also egal was, genau. DVD oder Blu-ray. Ja. Ja. Thank you.
kannst du in den Müll schmeißen. Ja, ich weiß, aber wie ich gesehen habe, haben wir die gekauft. Also gehen die auch gut weg. Ich hätte sie keine Ahnung, die kaufen die aber. Keine Ahnung. Sammeln ist okay. Wie teuer sind die? Ja, 2 Euro. 2 Euro. Außer für ist das ein 3, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Wie teuer sind die? 2 Euro. 2 Euro. Kostet 40 Euro. Ja. Da sind sie wieder. Bravo. Da ist ein Schöpfer, der kann ich hier. Oh. جاتك وما تفوتوش بجهتي يا ولا لا ما قلتليش كذا شايف ولكن اللي
Das ist ja gut, gut. Ah, ich bin Hred. Und dann ist die Pistole, Tafi. Salut. Ich bin Tafi. Ah, da war. Ich bin Mani und ich bin Gaina, sag da war. Kiss, so ich will. Kribbel, ich bedanke mich und wünsche Ihnen viel Spaß damit. Danke für den Vortrag. Danke. Schönen Tag noch. Ja, genau. Wie teuer ist der? 140 Volt bei dem IPS-Display. Also das ist, dass man auch nachts spielen kann. Also nachts. Von innen wird es beleuchtet. Ah, okay. Also allein dieses Display kostet 60 Euro und da muss man den noch einbauen. Ah, cool. Und dann das originale Gehäuse, die Farbe gibt es auch, das ist jetzt nicht gewechselt. Und dann halt ein Case und die Anleitung, ist alles dabei. Was soll ich kosten? 5 Euro. Teuer? Ja, die Switch-Spiele können Sie für 5,50 Euro pro Stück haben. Aber es ist alles fast gleich. Ungeöffnet. Das habe ich auch nicht noch, dieses Ring Fit. Ja, das ist geil, ne? Die sind noch sealed alle und natürlich gegradet. Allein das Grading kostet 70 Euro bei den Spielen überhaupt. Also das Spiel ist noch ganz selten. Also Sie müssen achten, hier mit der chinesischen Version ab 18. Das finden Sie gar nicht im Netz. Das ist richtig ganz, ganz selten. Okay. Also dafür hätte ich gerne 140 und für die anderen 100 Euro pro Spiel. Und sind alles sealed und das ist ein Klassiker, Call of Duty hat. Ja, klar. Klassiker. Aber ich habe schon diese Fernseh-Edition, ja, gibt es so eine, ja, ja. Die habe ich zu Hause. Ja, ja. Aber da fehlt eine Disc von der 5. Staffel und deswegen suche ich die 5. Staffel einzeln. Weil ich habe die einmal günstig gekriegt für 20 Euro oder so. Hammer, ne? Also nimmt man mit. Aber muss ich dann halt 5. Staffel noch gucken, ob ich die eine Disc. Also muss man ja komplett bestellen dann. 10 Euro, dann ist das okay. Aber geil. Aber die sind auch nicht schlecht, ne? 5 Euro. 5 Euro.
Sehen gut aus. So vom Gesicht her, ne? Sehen die hier? Geil. Wahnsinn. Hallo. Ja genau, Blu-rays sind da in der Kiste. Ja, schon gesehen. Wie teuer sind die? Ein Euro. Ja. Okay. Ja, das hört sich gut an. Und DVDs? 50 Cent. 50 Cent. Alles klar. Feuerschalter gut. Ja. Ja, vorhin auch. Und die wollte dann auch. Halten Sie mal die Blu-rays an. Was sollen die kosten? 2 Euro. Okay, dann bis gleich. 10 Euro. Da sind die Blu-rays? 2. Ich habe hier auch noch eine Box, ne, also jeweils. Okay. Wo es sein soll. Kostet aber eigentlich. Linie für 5 und Fast and the Furious für 8. Fast and the Furious habe ich schon. Ja. Okay, ja, die meisten. Und die American Pie? Ist DVD. Ja. Würde ich für 5 geben. Okay. Also 1 Euro pro Film. Das sind alle 5 Teile. Die Mumie, guck ich mal. Ich guck hier erstmal rum, ja. Ich bin ganz da noch da, also ruhig Zeit Nicht schnell, 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 schnell,
Was sind die? Was das kostet? Yep. Beide 4 Euro. Das ist die DVD. Zwei zusammen 3. Das ist gut an. Ja, nehme ich mit. Da sind die Filme. Sie sagen mir gleich etwas, was Sie dafür geben. Okay. Weil das ist so hart, ich habe keinen Bock mehr. Ehrlich? Sie auch, ich habe noch 18, okay. Aber die darf ich hier nicht. Ja, würde ich mir gerne angucken. Ja. Ja. Und jetzt gleich spielen wir um Tickets für Michael Patrick Kelly und für Mark Foster. 3 Euro alle. Ihr habt's gesehen. Ja, coole Aufnahmen auf jeden Fall. Und ja, während des Schneidevorgangs habe ich da auch so ein paar Sachen gesehen. Da dachte ich mir, hätte es lieber mitnehmen sollen. Also, tja, so ist es halt, ne? Man ist dann irgendwie in einer anderen Welt. Man freut sich dann, dass man diese eine Sache gefunden hat und dann übersieht man die zweite. Aber so ist es halt. Es ist okay. Also, aber bei 90% kann ich schon sagen, also bis zu 90% bin ich da schon immer sehr achtsam und diese restlichen 10%, ja, übersehe ich was. Wir kommen mal zur Ausbeute und es gab da einen Stand, da hat einer auch seine komplette Sammlung verkauft. Ja, nicht komplett, der meinte, also der hat gewisse Filme noch zu Hause, aber der streamt jetzt mittlerweile auch sehr viel und ich habe ihm gesagt, ich streame natürlich auch, aber ich will die Filme auch zu Hause haben und wenn ich die halt natürlich zu Hause habe, dann gehe ich zum Regal und hole sie raus und dann schmeiße ich die Filme in den Player
Und ja, macht einfach Bock, ne? Also wenn man so eine eigene Videothek zu Hause hat. Und hier einmal für 4 Euro, also ich glaube im Bundle ist das dann noch ein bisschen günstiger gewesen. Aber die komplette Mumie-Trilogie, ja, klasse Filme. Also soweit ich weiß, der dritte Teil, der war jetzt so der schlechteste, muss man sagen. Aber es wird Zeit halt, die mal wieder zu gucken. Und Teil 1, 2, 3, voll geil. Also für das Geld nimmt man es auf jeden Fall mit. Wieso nicht? Cool, ja. Mumie, endlich auch in der Sammlung. Und ich habe gelesen, irgendwie will der Hauptdarsteller hier, wünscht sich auf jeden Fall einen vierten Teil, ja. Ich bin gespannt, der Brandon Fraser. Und mal gucken, also ich würde mich echt freuen. Also gerne, gerne kann da ein vierter Teil kommen, ja. So, ja, und dann halt, die meisten Filme sind jetzt 1,50 oder 2 Euro gewesen. Also 2 Euro ist ein bisschen seltener. Ich glaube, nur 1-2 Stück haben dann irgendwie 2 Euro gekostet. Aber ansonsten, oder sogar 50 Cent, ja, also bei den DVDs. Ich meine 50 Cent. Tropic Thunder, ja, mit Ben Stiller, ja, im Steelbook mitgenommen. Wieso nicht? Die waren noch so richtig geil, die DVD-Steelbooks. Seht ihr auch die Randprägung, cool, also mir haben die immer sehr gut gefallen und mitgenommen, natürlich. Dann halt eine 3 Movie Collectors Edition und zwar mit Jennifer Lopez, einmal Manhattan Love Story, Genug und Liebe mit Risiko. Ja, der letzte ist dann auch mit dem Ehemann Ben Affleck. Noch Ehemann, also ich weiß es nicht, da gibt es so wieder mal Gerüchte, dass die wieder nicht zusammen sind. Keine Ahnung, was man glauben soll, werden wir halt sehen, aber ja, mir geht es um die Filme und was jeder privat macht, geht mich nichts an. Hier einmal die Box mitgenommen und ja, der Film Genug, der war auch nicht schlecht, ja. Also wird Zeit halt für eine Zweitsichtung, ja. Hier einmal Der Nebel, Stephen King. Nervenzerfetzende Spannung nach einer Geschichte von Stephen King. Klasse Film. Und vor allem der Schluss, der Twist zum Schluss. Also da denkst du echt, ach du Hammer. Das Ende. Ehrlich, ja, und dann der nächste Film, die Tür zu deinen schlimmsten Albträumen ist nie verschlossen, und zwar Wes Craven präsentiert, They, sie kommen. Ja, das ist so, lalala, der Film, aber ich dachte mir, für 50 Cent oder 1 Euro nimmst du mit, wieso nicht, und guckst ihn dir nochmal an, ja. Dann Johnny Depp, From Hell, ja, geiler Film, auf jeden Fall, die Two-Disc Special Edition, ja, mitgenommen, wieso nicht, mit 2 Discs, nimmt man natürlich mit. So, weiter geht's. Und ich glaube, die waren Stück 2 Euro. Und dann, ja, habe ich dann halt die beiden Boxen mitgenommen für 3. Irgendwie sowas in der Art. American Horror Story Asylum. Die komplette zweite Edition. Zweite Season. Ja, und ja, die ist schon echt cool, ne? Also die Serie. Ich habe jetzt nicht alle Staffeln gesehen. Wie viele gibt's? 9 oder 10? Und hier war natürlich die erste Season auf DVD dabei. Auch mitgenommen. Cool. Also da kann man echt nicht meckern. Also ich meine, 3 Euro für beides bezahlt. Müsste ich jetzt noch mal im Video nachgucken.
Ich habe da so viele geguckt, mitgenommen. Weiß man dann später gar nicht mehr. Habe ich 50 Cent dafür bezahlt, 1 Euro oder 1,50. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, dann hier nochmal Radio Rock Revolution. Ja, Ewigkeiten her. Bock gehabt, mitgenommen. Ja, dann diese Edition, die war 2 Euro und die wollte auch 2 Euro dafür haben. Dann habe ich halt 3 Sachen ausgesucht für 5er und hatte gesagt, ja, und zwar hier diese schicke Titanic 3D Blu-ray plus 2D Blu-ray in so einem schicken Schuber. Ja, geil, dachte ich mir, das nimmst du mit. Klar, den gibt es jetzt in 4K, hab gehört, soll auch richtig Hammer sein, die 4K Edition. Ist mir aber zurzeit ein bisschen zu teuer. Ich finde diese Limited Edition davon echt cool, aber ich glaube, über 100 Euro kostet die, ist mir zu viel. Mal gucken, ich passe da bei neuen Sachen auch ein bisschen auf, weil du kaufst die Sachen für 100 Euro und irgendwann kosten die nur noch 60 oder so. Bin da einmal irgendwie oder zweimal drauf reingefallen und seitdem warte ich ein bisschen ab, ja. Und deswegen werde mich erstmal damit hier begnügen. Cool, auf jeden Fall. Ja, dann direkt am Anfang des Videos, ihr habt es gesehen, 1 Euro, eine Out-of-Print Blu-ray. Direkt in die Hand genommen. Also als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, okay, das lasse ich jetzt nicht mehr los, auf keinen Fall. Und dann, ich glaube, 5 Filme mitgenommen für 4 Euro, also unter 1 Euro. Halloween Resurrection auf Blu-ray. Geil. Ja, und das war gerade so ein Stand. Also ich wäre da fast dran vorbeigegangen, habe mich dann umgedreht, habe dann noch so einen kleinen Stapel irgendwie Filme gesehen und bin dahin geschockt gewesen. Ja, also Hammer. Einfach nur geil. Ich habe den ja schon auf DVD, aber auf Blu-ray hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich den für das Geld finde. Geil, geil. Also, man muss auf dem Flohmarkt, wenn man was echt günstiges haben will, ja. Ja, dann noch eine Edition und zwar, ich lege das erstmal zur Seite, oben Walt Disney. Eine Klasse für sich, genial, also in so einem schicken Schuber, das war ja auch hier diese 2 Euro Filme und dann 3 für 5, also ich glaube, das ist dann hier mit Titanic gewesen und mit dieser DVD-Box, also hier das alles 5 Euro bezahlt, Hammer, ja, also richtig cool. Und oben gehört für mich zu den besten Zeichentrickfilmen, also halt Animationsfilmen, die es gibt, ja, mit Wall-E zum Beispiel, ja, das ist auch mega. Und oben gehört auf jeden Fall für mich zu den Top-Sachen dazu, ja. Und dann kommen wir wieder zu diesen 2-Euro-Filmen, war das, meine ich, habe ich dann ein paar ausgesucht bei dem Kollegen, der halt, ja, seine Sammlung fast ja, verkaufen wollte, oder Hateful Eight, ja, auf Blu-ray habe ich noch nicht gehabt. Ja, ich wollte eigentlich so eine komplette Tarantino-Kollektion haben, wo die ganzen Filme in einer Box vereint sind. Aber okay, dachte ich, bekommen, nimm den mit, weil die Box, je nachdem, zurzeit findet man die nicht so leicht und so günstig halt. Und Rack 2, die nächste Dimension des Grauens, die Fortsetzung des erfolgreichen spanischen Kultschockers, auch mitgenommen. Dann die ungekürzte Fassung, alles unter der Haube, nichts im Kopf, mit Will Ferrell. Ricky Bobby, König der Rennfahrer, ja, nicht gesehen, bisher noch nicht gesehen, irgendwie dachte ich mir, komm, nimm die mit, sieht schon mal echt gut aus, mitgenommen, natürlich. Dann Keanu Reeves, der geht ja sowieso immer, und der
Film, also das Ende hat mir damals, glaube ich, nicht so gut gefallen, aber ja, wird halt Zeit, sich den nochmal reinzuziehen. Der Tag, an dem die Erde stillstand. Ja, geil, geil, geil. Endlich jetzt auch in der Sammlung. So, dann gab es bei ihm natürlich Conjuring, endlich mitgenommen für das Geld, also 2 Euro, da kannst du nicht meckern, beziehungsweise so einen Stapel dann auf den Tisch gelegt und dann noch günstiger gekriegt. Also dazu gab es dann natürlich auch den zweiten Teil davon. Conjuring 2, genial gruselige Fortsetzung. Und der hatte natürlich noch aus dem Conjuring-Universum Annabelle dabei. Also in der Kiste lag der da auch mit drin. Gefunden, direkt mitgenommen. Und das war's von der Ausbeute vom Flohmarkt. Also Leute, es lohnt sich immer wieder zum Flohmarkt zu fahren. Wieso nicht? Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig, morgens aufzustehen. Weil, ja, wenn man 11, 12 Uhr hinfährt, dann ist eh die Sache gegessen. Also die besten Sachen sind weg. Muss halt aber jeder selber wissen. Früher sind wir auch echt spät zum Markt gefahren, haben trotzdem was gefunden, natürlich. Aber, ja, nicht jedermanns Sache, ne? Sonntags morgens aufzustehen. Uns fällt es auch schwer, aber es macht ja Spaß, ja. Und diese Schnäppchenjagd, ja, was? Und dann stöberst du da rum und suchst. Richtig geil, ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zugucken und habt ihr im Video auch was gesehen, was ihr da mitgenommen hättet? Vielleicht habe ich ja wieder was übersehen. Passiert oft bei mir. Und je nachdem, also vieles davon habe ich ja schon in der Sammlung, aber ja, okay, gerne in die Kommentare, wie euch das Video auch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.